Tamerhanken renkt Pferde mit seinen bloßen Händen ein. Er ist der Knochenbrecher. Angst darf ich nicht haben. Respekt muss ich haben. Der Ostfriese ist für verzweifelte Pferdebesitzer oft die letzte Hoffnung. Es geht um Leben oder Tod. Und wenn er zu mir sagt, es hilft alles nichts, ich muss sie gehen lassen, dann werde ich das auch machen. Die alte ostfriesische Heilkunst hat Tamer von seinem Opa gelernt. Der Hund liegt auf einer linksumdrehenden Wasserader. Das ist eine lebendige Mikrowelle. Tamerhanken hilft Tier und Mensch. Irgendwie nur ganz neben der Spur, weil das ist so komisch jetzt. Da war er. Filsum in Ostfriesland. Menschen aus ganz Deutschland pilgern zum Pferdeflüsterer Tamerhanken. Sie hoffen, dass der Ostfriese mit den magischen Händen die Leidensursache ihrer Tiere ertastet und helfen kann. Die spezielle Kunst des Nervenfühlens liegt Tamer im Blut. Schon sein Opa war als Knochenbrecher bekannt. Die Bedeutung von der Berufsbezeichnung Knochenbrecher liegt einfach in der Kunst des Heilens. Aber die Voraussetzung, um Nerven zu fühlen bei Tieren, die nicht mit einem reden können, sind, dass wir sie gut beobachten können und dass wir die Nerven einigermaßen fühlen können, um sie zu ertasten, wenn sie eingeklemmt sind. Also das ist eine Gabe im Grunde genommen, diese Feinfühligkeit, die gibt unser Herrgott uns mit in die Wiege. Der Tag beginnt für Pferdeflüsterer Tamerhanken gleich mit einem Höhepunkt. Ehefrau Carmen möchte eine Stute decken lassen. Dabei besteht natürlich immer die Gefahr, dass der Deckhengst einen Tritt abbekommt. Um das zu verhindern, wird das Hinterbein der Stute mit einem Seil fixiert. Oh, die Antenne geht hoch. Vorsicht. Alles in Ordnung. Warte doch eben. Lass sie das im Äpfel. Ja, wir sind klein. Lass sie im Äpfel. Der gewichtige Ostfriese betreibt mit seiner Frau den seit 800 Jahren bestehenden Hof. Oh, langsam. Wie sieht? Ja, warte. Der ist noch nicht so weit. Mach das selber. Das Ehepaar merkt sofort, dass der Hengst heute etwas ungestüm zu Werke geht. Tamme und Carmen müssen jetzt aufpassen, dass sich die Tiere nicht verletzen. Ein echter Liebesdienst. Super, prima. Nach der Kür die Pflicht, denn heute ist eigentlich Kummertag. Pferde- und Hundebesitzer kommen auf Tammes Hof, um ihre Vierbeiner untersuchen zu lassen. Bianca Buiken bringt bereits zum zweiten Mal ihr Pferd Mayra zur Behandlung. Das Pferd ist seit Donnerstag plötzlich lahm. Wir konnten die Ursache erst so nicht feststellen, weil nichts dick ist, nichts heiß ist, nichts dergleichen. Jetzt haben wir gestern festgestellt, dass es ungefähr hier im Rücken heiß ist. Sind auch leichte Knubbel vorhanden, leichte Wasserrumeinlagerung vermutlich. Also irgendwas wird da gewesen sein, ob sie auf dem Paddock gefallen ist oder sonstiges, weiß ich nicht. Erzählt sie mir auch nicht. Und seit heute Morgen habe ich festgestellt, dass auch noch vorne rechts der Huf heiß ist. Einmal im Schritt hoch und runter. Ich fürchte, hallo, sie hat im Moment zwei Baustellen. Der Huf rechts vorne ist auch heiß. Und vielleicht nachher noch mal abtasten könntest, ob das ein Geschwür ist. Und im Rücken merkt man es auch ganz deutlich, ist auch was heiß. Pferd Mayra ist 13 Jahre alt und sehr schreckhaft. Du musst an meiner Seite stehen und nicht an die Schulter fassen. Stell dich hier, warum macht ihr euch so? Stellt euch vor das Pferd. Okay. Pass auf, Schätzelein. Erstmal dieses Teil, wie heißt das? Dieses Teil. Panikhaken. So, und warum heißt es Panikhaken? Wenn du da rankommst und reißt ihn auf, ist das Pferd weg und du kriegst Panik. Darum heißt es Panikhaken. So, erstmal vernünftig dran. Ein Pferd muss sich nicht losmachen, das ist alles Tüdelkram. Entweder der steht oder der steht nicht. Wenn er nicht steht, muss er seinen Hals mal ein bisschen dehnen. Festhalten. Dann gibst du ihm mal einen an den Schnabel. Genau richtig. Hey! Geh du da einen ruhig an der Seite ein bisschen weg. Der kann sich besser anlehnen. Hat ihn. Hier passiert doch nichts mehr. Hallo! Der tut nicht mehr weh. Der Nerv, der hier eingeklemmt war, wenn man hier lang geht, dann nimmt man den mittleren Finger
und sucht sich den Nerv aus, den beiden Wirbel wir öffnen wollen. Und mit dem Daumen wird der Nerv, der festsitzt, unter Spannung gebracht und runtergedrückt. In diesem Moment löse ich in dieser Schräge den passenden Reflex aus. Dann macht er einfach so, zack, schwingt sich in die Hüfte. Dann gehen diese beiden Wirbel auf und ich kann den ohne große Quetschung rauszupfen. Und dadurch habe ich den Rücken viel, viel früher wieder in Betrieb und gut flüssig und durchlässig, als wenn wir mit, wie die Konkurrenz das so macht, mit Gummihammern das versuchen rauszuhauen. Und es gibt merkwürdige Dinge. Tamme Hanken löst Blockaden und macht Nervenbahnen wieder frei. Bei Mayra schaut er sich jetzt den entzündeten Huf an. Aber der Puls ist ziemlich hoch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er zum Kronrand raus will. Ja, da bildet sich gerade ein Hufgespür drin. Ja, ne? Der ist aber nicht ganz reif. Du kannst jetzt so einen Gummistiefel rüberziehen und eine Dose Sauerkraut rein, denn es ist schneller draußen. Sauerkraut zieht. Sauerkraut und Gummistiefel? Tammes ungewöhnliche Art, mit Mensch und Tier umzugehen, liegt nicht jedem Pferdebesitzer. Es gibt natürlich Leute, die möchten das lieber auf eine sanfte Art und Weise gemacht haben. Es gibt viele Chiropraktiker, Tierheilpraktiker und dergleichen. Und es gibt viele, die dem skeptisch gegenüberstellen, weil er natürlich richtig zulangt. Ne? Gleich ran da und macht und tut. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich bin begeistert, es war damals richtig und ich denke, er weiß, was er macht. Tamme behandelt aber nicht nur Pferde. Sascha Kopton und sein Hund Nino sind jetzt an der Reihe. Der 11-jährige Schäferhund war jahrelang als Polizeihund im Einsatz. Sascha hat ihn großgezogen. Für ihn und seine Freundin Beatrice ist er ein Familienmitglied. Nur er kommt schlecht hoch. Er hat Probleme, es müssen die Ellenbogen sein. Okay, die Knie dann. Die Knie in dem Fall. War 10 Jahre im Dienst und dadurch irgendwas. Hund Nino hat starke Schmerzen. Er muss stehen bleiben. Sonst können wir den Test gar nicht machen. So. Der Hund bleibt einfach stehen auf diesem Fuß. Das ist die Probe, die wir machen auf Cauda equina. Wirbel hier oben im Brustlendenwirbelbereich, der sich im Wirbelkanal verkalkt. Und die Nerven werden abgedrückt und dadurch kommen diese Dinger, dass sie dann einfach da so drauf stehen bleiben. Seht ihr? Jeder Hund, der gesund ist, nimmt ihr den hoch und setzt ihn so wieder hin. Aber Lassie bleibt so stehen. Wie lange musst du noch? 3 Monate. 3 Monate. Denk daran, solche Hunde sind in Frust, wenn sie so viel Schmerzen haben, gefährlich. Auch für euren kleinen Murkel, der da kommt. Ich würde ihn vielleicht die 3 Wochen mitgehen lassen und würde dann umsadeln auf den Jungen. Dann glaubt es mir, das wird nicht besser. Und er ist sowieso schon zickig und ungenießbar mit seinen Artgenossen. Das kommt alles, weil er Schmerzen hat. Wir werden ihn auch ungenießbar. Ja, klar. Lassen 3 Monate mitgehen und dann hier... Nee, wenn er nicht mehr aufsteht morgens, wenn es gar nicht mehr geht, haben wir schon gesagt. Ja, aber das wird immer schlimmer. Und besonders, wenn du ein Baby kriegst. Ich sag dir, du bist mit einem Baby zu Hause, mach da keinen Unsegen mit. Wenn so ein Hund Frust hat und greift mal in den Kinderwagen und will sich einfach Frust runterlassen, weil ein Baby schreit, dem wird er schreien, dem wird Hektik, dem wird alles zu viel. Dann gib ihm eine Spritze und wenn du das Kind hast, in Nummer sicher. Tamme Hanken redet Klartext. Wenn ein Tier nicht mehr zu heilen ist, weckt er keine falschen Hoffnungen. Wir sind als Bauernjungs hier aufgewachsen. Dann bekommt man mit, wie viele Tiere auf der Welt kommen, wie viele Tiere wieder sterben. Weil sie zum Metzger gehen oder weil sie das Alter haben oder weil sie totgeboren werden. Die ganzen Variationen des Todes haben wir, so wie auch die der Geburt, in uns aufgesogen. Darum ist das für uns nicht so schlimm, wenn wir mal von einem Kameraden Abschied nehmen müssen. Wir gehen ganz anders mit Leben und Tod um. Die Hundebesitzer aber müssen die schlechte Nachricht erst einmal verdauen. Ja, eigentlich habe ich mir das schon gedacht. Ich habe mir das schon gedacht, dass es alles bedingt ist, dass es Arthrose ist und dass es nicht zu 100% heilbar ist. Ich dachte halt nur, vielleicht kann er uns etwas, sag ich mal, erträglicher machen. Aber an den Heilungsprozess habe ich eigentlich nicht geglaubt. Auf dem Hof herrscht eine klare Arbeitsteilung. Tamme leitet die Tierreha. Ehefrau Carmen kümmert sich um die Deckstation und den Hof. Hausschwein Schnitzel hört allerdings noch nicht so gut aufs Wort wie der eigene Ehemann.
Ja, sitzen. Sitzen. Setz dich hin. Sitz. Hinsetzen. Oh, gut. Carmen ist seit 10 Jahren mit Tamer zusammen, dem Riesen mit Feingefühl. Die Feinfühligkeit ist im ganzen Mann. Der hat zwar, sag mal, 2,06 Meter und 150 Kilo, aber er ist von allem sehr viel sensibler, als ich zum Beispiel bin. Also ich bin eher so ein robuster Mensch und kann sicherlich auch sensibel mit den Tieren umgehen, aber man merkt, dass da einfach so ein Feingefühl von Natur aus noch mehr gegeben ist. Also er hat viel schneller Ideen, wo man helfen kann und wie man helfen kann. Also da sind so ganz andere Dinge zwischen Himmel und Erde, die da in die Wiege gelegt wurden. Die nächste Patientin zickt beim Milchgeben. Besitzer Jan Kedemann hofft auf den großen Ostfriesen. Oh, Kniescheibe hinten rechts. Es wird sein, Jonkel. Ja. Dies ist absolut das Lieblingstier von meinem Lehrling. Und der soll jetzt zeigen, was er schon drauf hat. Sind ihr Frauen mit Handtaschen? Wenn da was kommt, schnell runter, das ist das Beste für die Geranien. Martin Kreienfeld geht seit 1,5 Jahren beim Knochenbrecher in die Lehre. Er hat den Job von der Pike auf gelernt. Doch eine Kuh einzurenken ist für den 21-Jährigen noch immer eine Herausforderung, besonders unter den kritischen Augen des Meisters. Festhalten. Festhalten. Jedes Mal, wenn er loslässt, kriege ich heute Abend ein Bier. Das läuft nicht. Ein Bier. Zwei. Klappt noch fest. Verpasst. So, hoch. Hoch, nochmal probieren. Nicht mit Kopfrunde. Das war das Sprunggelenk der Kuh. Das ist immer das, was ich ihm erzähle, wenn man ins Gefahrengebiet reinkommt. So, und jetzt musst du einfach schneller sein. In dem Moment Schulter davor, winkeln, Schulter. Und die Kuh bringt dich nicht um, aber bringt dir was bei. Tamer hat ein Einsehen und kommt seinem angeschlagenen Lehrling mit einem Seil zu Hilfe. Sprunggelenk gleich. So, Harry, das war schon alles. Den konnte ich hier spüren. Der Chef hat es mal wieder gerichtet. Der Job als Knochenbrecher hat Höhen und Tiefen. Das geht. Da muss man mitleben können. 30 Euro. Berufsrisiko nennt man das. Das ist gar nicht so schlimm. Erstmal den Schmerz umleiden. Wenn der an der rechten Seite ein Pfeilchen kriegt, dann stecke ich eben mit dem Zeigefinger ins linke Auge. Schon ist der Schmerz umgeleitet und es heilt viel besser aus. Wahrscheinlich. Wurde der Schmerz auch von der Kuh auf den Lehrling umgeleitet? Guck dir das eben an, wie schön die jetzt wieder voraustreten kann. Wenn ich mir jetzt von euch beiden einen aussuchen sollte, nehme ich heute die Kuh. Das so gut besser, läuft die schon wieder. Die ist auch viel jünger. Ja. Die Kuh gesund und der Lehrling mit einem blauen Auge davongekommen. Diese Lektion wird Martin nicht so schnell vergessen. Wenn man was falsch macht, knallt einen das direkt vom Schädel. Dann weiß man, woran man ist und nicht nachtragend. Und das ist das Schöne wiederum daran. Fast jede Woche ist Tamer Hanken in Deutschland unterwegs zu seinen tierischen Patienten. Der Knochenbrecher und sein Lehrling fahren heute von Ostfriesland Richtung Bayern. Bayern ist eigentlich ein cooles Land, oder? Das ist schön. Also ich komme mit den Bayern an. Am liebsten mache ich ja die Urbayern, wenn sie denn anfangen zu fluchen. Herrschaftszeiten, Kruzifix. Vorwurzel, Schwurfer, Leniger. Was haben sie denn nicht? Hier Stammische. Verruchter, ja. Das ist. Die Ostfriesen sind auch auf eine Alm eingeladen. Allerdings fehlt noch die passende Abendgarderobe. Moin, moin. Grüß dich, gut. Servus. Wir kommen aus Ostfriesland und ich wollte gerne mal sehen, wie mein Lehrling, der Holländer, als Bayer aussieht. Du, jeder schaut gut aus. Du, ja? Herr
Herbert Lieper betreibt in München einen Shop namens Lederhosen-Wahnsinn. Auswahl gibt es mehr als genug. Die besten und teuersten Exemplare sind natürlich gebraucht. Modisches Neuland für einen Ostfriesen und einen Holländer. Warte mal, da habe ich noch eine, schau her. Hexas? Beide. Gell, du brauchst da nichts hängen, die Hosen gehen ziemlich weit rauf, gell? Ja, warte mal, nimm die gleich. Und du, was machen wir mit dir? Hör mal zu, was sind das Gürtel, wozu sind die? Die sind auch bei den kurzen Hosen an, oder was? Na, das sind jetzt eigentlich ungarische Schäfergürtel. Aber wenn man das so anguckt, ich zieh dir mal einen an. Ja, du brauchst das wahrscheinlich drei Stück. Das ist auch Wunder, das hier. Schau mal an, das ist ja ein Ungar, das ist kein Ostfriese, nicht? Während Holländer Martin die Lederhose bestaunt, treibt der Ostfriese den Verkäufer in den Wahnsinn. Ja, über eine Hose, das sieht natürlich, das ist wieder ostfriesisch. Mhm. Ja, du bist, schaust ein bisschen schwindsüchtig aus in der Hose, gell? Hä? Sag? Die sah sehr groß aus, die ist anscheinend doch nicht so groß. Nein, die ist so groß, schau her, sagst du das? Ja, jetzt sind wir bayerisch gepflegt. Und dann hinten, schau mal her, hinten ist er die auch super. So was stattest du? Wenn in deiner Größe? Ja, die Befürchtung habe ich auch. Das ist also ein bayerischer Himmel. Ja, sehr klar, freilich. Das sind halt so meine Visitenkarten, weißt du? Ja, steht ja überall Lederhosenwahnsinn drauf und es schaut halt einfach lustig aus. Das Wiesenschurli. Passt halt zu mir, gell? Und was ist jetzt mit dir? Die müssen wir auch noch ein bisschen herrichten. Oder sollen wir dich hinrichten? Ich will nur mal gucken, ob man in so eine Jacke oder was reinpackt. Ja, da habe ich eine, die ist eigentlich schön weit und die darf eigentlich so allgemein zu dir passen. Ja, ne Böses. Oh, Schätzelein. Ja, mei. Ja, Schatz, jetzt sehe ich aus wie der Karl Valentin. Ja, der hatte die Arme auch so weit rausgucken. Ich lasse mal alles anfertigen. Jedenfalls alles Konfektion für den Oberkörper wird angefertigt. Auf einmal hat man 6 Nummern größeren Oberkörper im Vergleich zum Unterteil, nicht? Also die ist alles normal, aber durch das ewige Ziehen an den Pferdenbeinen gehst du auseinander. Also, auf diesen schönen Laden, das ist toll bei dir. Genau. Ja. Nur danke für euren Besuch. Und ja, du siehst klasse aus. Ja. Es ist so ein geiles Bild. Noch ein Erinnerungsfoto unterm bayerischen Himmel. Dann müssen sich die Ostfriesen wieder irdischen Dingen widmen. Tamme und Martin fahren nach Großeitingen bei Augsburg. Dort werden sie sehnsüchtig erwartet. Daniela Brockmann hofft, dass die Ostfriesen ihrem 8-jährigen Wallach Remember helfen können. Der ist im Offenstall gerade beim Eingewöhnen und dem ist einer in den Rücken gesprungen. Jetzt hat er in der Hüfte ein bisschen ein Problem und war ein bisschen lahm. Wie würdest du jetzt anfangen? Ich würde hinten rechts das Bein zum Schloss nehmen und vorne rechts anfangen. Gut. Der Fuß. Fesselträger. Super, Fesselträger. Und nur der Kreuzdarmbein. Klasse. So fein. Nie lang, nie lang. Immer kurz halten. Du musst stehen wie eine Eiche. Du musst einfach denken, ich bin eine deutsche Eiche. Und dann der wird doch ein Teufel tun, sich aufhängen, oder? Auch. Ja, wir haben hier Probleme im Rückenbereich und das tut weh und das liegt sicherlich am Sattel und das wollen wir gleich kontrollieren, aber erst muss ich die Blockaden hier raus haben und einen habe ich noch. Und diesen Lauf! Steh jetzt! Da war. Angst darf ich nicht haben. Respekt muss ich haben. Ich habe für jede Kreatur Respekt. Selbst ein Yorkshire Terrier könnte mir ein Stück vom kleinen Finger abbeißen. Hätte ich Angst, würde ich diese Hormonstruktur, diesen Level von Angst, wie die Postboten vom Hund, das würde ich ausstreuen. Dann laufen wir hier, 10 Meter weiter, hat das Pferd das schon längst im Riecher und sagt, oh, mit dem kann ich spielen. Oder er traut mir nicht mehr und dann wird er kribbelig. Tamme Hanken weiß nur zu gut, dass die Probleme beim Pferd auch oft von den Reitern selbst verursacht werden. Daniela Brockmann muss daher ihren Sattel bringen. Ein geschulter Blick und schon wird die Reiterin zur Verantwortung gezogen. Der Sattel ist hinten viel zu tief und dadurch hat das Pferd dort die Schmerzen. Hier passiert Folgendes.
Du sitzt zu tief im Sadel. Du bist immer auf einem schnellen Schuh mit dem Pferd, musst mit der Hand bremsen und gibst mit dem Arsch immer Vollgas. Woran erkennt man einen guten Sattler? Der hier um Oberarm keine Banderole mit drei schwarzen Punkten. Du musst dir Grundfragen stellen beim Erwerb eines Sattels. Wenn der so drauf liegt, dann fragst du dich, war der Typ, der den Sattel gebaut hat, volltrunken? Dann hebe ich dazu diesen Sattel hoch und sehe, dass die Strippen alle schief angenäht sind hier. Hängen alle schief. Der muss ja besoffen gewesen sein. Oder hat der Typ, der dir den verkauft hat, keine Ahnung und du genauso wenig. Denn, jetzt will ich den Sattel mal so anheben, dass im mittleren Punkt, hier wo der Reiter sitzen soll, der tiefste Punkt ist. Und jetzt heben wir hier mal wieder an. Oh, die Schnallen hängen wieder gerade. Fehler, die den Pferdeflüsterer und bodenständigen Ostfriesen richtig ärgern können. Heute, die Leute wissen gar nicht mehr, was los ist. Die sehen gar kein krankes Pferd. Die reiten auf lahmen Pferden herum und ja, das hat er immer getan. Das ist wohl dies und das. Und dann hat man irgendwo was Medizinisches dafür. Und wenn sie dann eingesehen haben, dass sie in Grund und Boden geritten hat, dann kriegt er plötzlich Ataxie und dann kriegt er den Bart ab. Das ist einfach, sie wissen es nicht besser. Und werden denn von Sattlern, von Dienstleistern rund ums Pferd an allen Ecken beschissen.